Hey ho, nächste Runde von meinem Traum-PC 2020. Warum eigentlich 2020? Ja, ganz einfach, wir haben es 2020 und nächstes Jahr kann es ja alles schon wieder anders aussehen. Aber hier habe ich schon die Sachen vorbereitet, wo noch mit hineinkommen. Und somit ist fast alles vollzählig. Ja, und das fast alles, da lasse ich euch noch eine Weile zappeln. Ja, so bis morgen oder übermorgen. Aber jetzt gehen wir rüber und gucken uns das an. So Leute, hier haben wir jetzt die schöne Übersicht, die schöne kleine Übersicht. Ja, was haben wir alles Leckeres? Wie gesagt, es kommt mein Corsair RM850 rein. Und hier habe ich jetzt mir diese Sleeved-Kabel organisiert, bestellt. Hier dieses komplette große Kabelset. Und leck mir am Arsch, das ist mal ganz schön schwer. Power-Strom hau mich tot. Hier habe ich jetzt noch fürs Frontpanel das Anschlusskit. Und hier haben wir noch 6 SATA-Kabel, jeweils mit 60 cm. Ich hoffe, dass die nicht allzu lang sind. Ja, das ist unser Kabelsalat. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr zu ordnen, in dem großen Set sind zwar schon welche drin, aber naja, ich habe da lieber ein paar mehr. Gehen wir auf Nummer sicher, da können wir die Kabel dann richtig schön ordnen. Das Ding soll ja sauber aussehen. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Dann haben wir hier eine Samsung SSD MME2. 1 TB. Ist das Ding nicht schnucklig? Ja. Die soll schon eine PCI Express 4 Anbindung haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich in der Beschreibung gelesen habe. Ja, warum habe ich mich für Samsung entschieden? Ich habe mehrere Samsung. Meine andere SSDs, was ich habe, sind auch Samsung. Bin ich zufrieden. Ja, habe ich mir wieder eine Samsung gekauft. Ja, dann geht's weiter mit der Kühlung. Das Ganze wird nachher gekühlt von einer ROXWIX LC360 RGB Wasserkühlung. Eine AYO, wie sie alle so schön sagen, All-in-One Wasserkühlung. Ich habe bis jetzt auch nur einmal ganz kurz da reingeschaut. Also einen schönen großen Radiator. Warum habe ich mich für eine große entschieden? Ganz klar, der Platz ist da. Und lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Als Mainboard habe ich das ROXWIX. Ja, ich habe gesagt, das wird etwas ROXWIX-lastig. Das B550F Gaming. Ohne Wifi. WLAN. Hau mich tot. Brauche ich nicht. Ich habe ein Kabel am Rechner hängen und der wird eh nicht umeinander geschleppt. Also war das für mich völlig überflüssig. Hätte zwar bloß 10 Euro mehr gekostet, aber ich brauche es nicht. Und was nicht drauf ist, kann nicht kaputt gehen. Ja, und da ist es. Hier kommt dann die kleine Mini-Festplatte rein. Da unten kann dann noch eine zweite M2 rein. Das fällt aber jetzt unter die Sparmaßnahmen. Da kommt irgendwann einmal dann noch eine rein. Ja, richtig schönes massives Teil. Wird auch die nächste Generation unterstützen von AMD Prozessoren. Und wie ich es ja schon anfangs erwähnt hatte, die sollen ja dann irgendwie Ende Oktober rauskommen. Gut, jetzt ein Cam auf mich. Tja, wem ist es aufgefallen? Was fehlt noch? Ja, meine anderen Festplatten, die im anderen Rechner noch drin sind. Aber was fehlt noch? Na ganz klar, der Prozessor und der Arbeitsspeicher.
Und die Info dazu kriegt ihr dann im nächsten Video. Vielleicht ist es dann auch schon das Zusammenbauvideo. Das weiß ich noch nicht, weil, also, da werde ich dann etwas Zeit benötigen, weil so wie auf den ganzen anderen Computerkanälen, so schnell wie die im PC zusammenbauen, ne, weil die machen das wahrscheinlich regelmäßig, ich mache das alle paar Jahre und ja, bei mir dauert es dann halt ein bisschen länger, aber es wird geil. Ja, gut. Die anderen Komponenten werdet ihr dann sehen, wenn mein alter Rechner ausgeschlachtet wird, beziehungsweise ja, halbert ausgeschlachtet, weil den Rechner werde ich dann auch wieder mit anderen Teilen ein bisschen aufbauen, weil der kommt dann hinter in die Werkstatt. Gut, dann war es das soweit. Wenn noch Fragen dazu sind oder Anregungen, unten drunter in der Infobox. Mir fällt gerade noch was ein. Ich war ja vorher kurz draußen beim Apfelsaft und dazu blende ich jetzt im Anschluss gleich noch ja, eine kurze Apfelsaft-Szene ein. Für die, wo es das auch noch interessiert. So Leute, hier wird jetzt der Apfelsaft eingekocht und dann auch in die Bags abgefüllt. Aus dem, was ich euch letztens auf dem Hänger gezeigt habe, plus noch 3 Säckchen vom Nachbarbaum drüben, sind es insgesamt 140 Liter Apfelbirnensaft geworden. Ja, und wie gesagt, das nächste Video dann entweder schon das Aufbauvideo oder dann nochmal eine Komplettvorstellung von allen Teilen, irgendwie sowas. Ja, aber ich denke, das wird eventuell dann schon fast das Aufbauvideo sein und ihr könnt ja mal unten kommentieren, was ihr vermutet, was für ein Prozessor da reinkommt. Was für ein Arbeitsspeicher. Ja, das war's dann für dieses Video. Ich denke, dieses Mal ist es wirklich etwas kürzer geworden. Ihr wisst jetzt einmal über fast alles Bescheid. Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Tschaikowski.